Wir suchen Apple News Redakteure für Apfellike.com. Alles das und mehr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apfellike, zu einem recht wichtigen Infovideo. Denn wir suchen einen neuen Redakteuren für Apfellike.com. Bevor ich auf dieses Thema noch genauer eingehe, noch ganz kurz. Wir haben am vergangenen Sonntag die 1000 Abonnenten auf YouTube geschafft und auch 600 bzw. schon 700 Likes auf Facebook, was uns sehr, sehr freut. Ein kleines Special dazu haben wir ja schon gemacht, denn wir haben am Sonntag die neue Website Apfellike 2.0 released, was sehr, sehr viel Aufwand und Arbeit war. Dazu haben wir noch einen recht aufwendigen Trailer produziert. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal hier aufs Bild, dann verlinke ich euch den. Euer Feedback zum neuen Layout könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Es war, wie gesagt, sehr, sehr viel Aufwand und jetzt ist es wie ein richtiger Apple News Blog. Davor war es eher mehr für die Videos gedacht. Nun eigentlich zum richtigen Thema dieses Videos, denn wir suchen nach Apple News Redakteuren. Wir haben jetzt ein neues Layout. Wir haben ein sehr, sehr steiles Wachstum bei Facebook Live und auch bei Twitter. Und nun wollen wir noch mehr Content auf Upflight bekommen, noch mehr News. Und deswegen suchen wir nach Apple News Redakteuren. Was sind die Voraussetzungen, wenn ihr bei uns ins Team kommen wollt, wenn ihr bei uns mitschreiben wollt? Einmal, logischerweise, ihr müsst an Apple interessiert sein. Das bedeutet, wenn ihr in eurer Freizeit selbst vielleicht Apple News regelmäßig euch darüber informiert, wenn ihr Apple News Box regelmäßig liest und vielleicht auf Facebook geliked habt, das ist klarerweise die Grundvoraussetzung, dann solltet ihr mindestens 15 bzw. noch optimaler 16 Jahre alt sein, aber mit 15 könnt ihr auf jeden Fall auch noch ins Team kommen. Ihr solltet gute Deutschsprachkenntnisse haben, also solltet gut schreiben können, solltet gut formulieren können und 99%ig frei, fehlerfrei schreiben. Und ihr solltet halbwegs gute Englischkenntnisse haben, denn oft sind Quellen auf Englisch und dann müsst ihr es halbwegs verstehen können, um die deutsche News dazu zu schreiben. Dann solltet ihr, das ist das Wichtigste eigentlich, aktiv sein. Ihr solltet genügend Zeit haben, regelmäßig was zu schreiben. Was ist regelmäßig? Besten wäre ein Artikel pro Tag, das können auch mal zwei ganz kurze News sein pro Tag oder mal einen längeren Artikel pro Tag. Wenn ihr mal zwei, drei Tage überhaupt keine Zeit habt oder mal eine Woche, ist klarerweise kein Problem. Aber wichtig ist, dass ihr aktiv seid und aktiv mitschreiben könnt. Bevor ich dazu komme, wie ihr euch bewerben könnt, noch ganz kurz die Aufgaben des Redakteurs. In erster Linie ganz klar News und Reviews schreiben. Das bedeutet News von deutschen bzw. englischen Quellen zusammenfassen, sie schreiben, eure Meinung dazu geben und einfach dem Leser halt einen Mehrwert zu geben, eure News zu lesen. Dann Reviews, wir bekommen oft von App-Entwicklern oder auch von Herstellern Sachen zugeschickt, die wir testen oder vorstellen sollen. Das sind zum Beispiel Apps, die ihr dann direkt bekommt und testen könnt und vorstellen könnt. Oder auch Produkte wie Cases, Kopfhörer und das ganze Zubehörkrams. Das könnt ihr dann auch testen und vorstellen, Reviews dazu schreiben. Das ist auch eine Sache. Und dann, was ganz besonders bei Apfellike ist, und sich auch sehr interessant, wir arbeiten nebenbei an vielen, vielen sehr interessanten Projekten. Das sind Webprojekte, das sind App-Projekte. Also wenn ihr Ideen habt, die ihr da einfließen lassen wollt, wenn ihr selbst sogar iPhone oder Mac programmieren könnt oder PHP und Ajax, dann schreibt das in eurer Bewerbung dazu. Das ist ein riesen Pluspunkt, denn wir sowas suchen wir immer und da könnt ihr, wie ich mit anderen Teams, mit anderen PHP-Programmierern eure Projekte umsetzen. Da haben wir schon einige Ideen, die schon laufen, da möchte ich gar nicht zu viel verraten. Nun aber, wie kann ich mich bewerben? Wir haben dazu schon mal ein Formular vorbereitet auf apfellike.com/bewerben. Dort einfach mal alles ausfüllen. Was ihr da angeben müsst, zum Beispiel Name, eure E-Mail-Adresse und eure Interessen und warum ihr wirklich Redakteur werden wollt. Und natürlich ein Demo-Artikel, was uns ganz wichtig ist, um einfach zu zeigen, dass ihr schreiben könnt, dass ihr gut formulieren könnt, dass ihr auch am besten mit englischen Quellen umgehen könnt. Denn schreibt auf jeden Fall die Quelle dazu und verwendet am besten eine Quelle von einem amerikanischen englischen Blog, zum Beispiel Cult of Mac oder 9to5Mac. Also da auf jeden Fall einen Artikel schreiben, den wir dann hier sehen und als Demo-Artikel, wenn ihr wollt, auch veröffentlichen. Darunter ist dann noch ein Feld, warum genau ihr der Richtige seid. Schreibt einfach eure Nachricht darunter rein und schreibt dazu, warum wir genau euch aufnehmen sollen. Das war es im Endeffekt. Sendet das ab. Ihr könnt dann einfach mal abwarten bis zum 9. bzw. 10. Februar. Da werden wir dann gesammelt alle Beiträge aufnehmen, uns durchschauen und dann den größten Teil in eine Probezeit aufnehmen. Warum eine Probezeit? Die soll dafür da sein, dass einmal wir und auch ihr seht, dass ihr aktiv mitschreiben könnt. Dort könnt ihr aber zeigen, dass ihr
ja, Spaß dabei habt, dass ihr regelmäßig die Zeit habt, bei Upflight was zu schreiben. Und dann nach den 3 Wochen Probezeit nehmen wir euch dann fix ins Upflight-Team auf. Da werden wir wahrscheinlich die aktivsten raussuchen. Keine Angst, ihr werdet sicher alle aufgenommen, wenn ihr wirklich bei Upflight mitschreiben wollt und aktiv mitschreibt. Sonst war es das von diesem Video. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich am Schluss noch sagen möchte. Wir sind jetzt noch so ein etwas mittelgroßer Blog, der aber stark, stark wächst. Wir nehmen an oder hoffen auch und werden wahrscheinlich schaffen, bis zum Juni, Juli bzw. bis Ende des Jahres zu einem renommierten Apple-Blog aufzusteigen. Das bedeutet für euch, ihr könnt noch voll und ganz Upflight mitgestalten. Ihr könnt eure Ideen einfließen lassen, ihr könnt aufsteigen in höhere Positionen, Bereiche übernehmen und das alles, um Upflight von Grund auf mitzugestalten. Das ist oft bei anderen Apple-Blogs nicht so, weil die schon oft groß sind und ihr da nicht mehr so viel Neues mit reinbringen könnt und neu gestalten könnt. Das war's von diesem Video. Mich würde sehr freuen, wenn ihr euch bewerbt, beziehungsweise wenn ich euch dann bald ins Team aufnehmen kann, wenn ich euch begrüßen kann. Sonst war's das von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.